Liebe Freunde, haben Sie schon gehört? Es hat sich wohl bald ausgeampelt. Unser größter Bundeskanzler aller Zeiten bekommt langsam aber sicher Muffensausen. Er muss etwas ändern, da er noch ein bisschen Kanzler bleiben möchte. Er hatte auch schon eine gute Idee. Sie wollen mehr wissen? Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen auf dem Kanal Kontraste. Hier erfahren Sie alles über die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Ja, unser guter Scholz hat das Problem, dass die Ampel total zerstritten ist und die Umfragewerte der SPD heruntergehen wie ein Stein, den man in einen tiefen Brunnen schmeißt. Sehen wir uns doch mal die aktuellen Umfragewerte der SPD an. Wie Sie sehen können, hat bei der Bundestagswahl vor 2 Jahren die SPD noch 25,7% bekommen. Das ist zwar auch nicht so toll, wenn man daran denkt, dass sie unter Gerhard Schröder auch schon mal über 40% hatte. Aber jetzt nach 2 Jahren Ampelkoalition liegt die SPD nicht bei 40, nein, sie hat vielmehr 40% ihrer Wähler seit der letzten Bundestagswahl verloren. 40%, gewaltig. Stramme Leistung. Die SPD liegt jetzt noch bei rund 15%. Wenn das jetzt noch 2 Jahre so weiterginge, müsste sich die SPD wahrscheinlich ernsthafte Sorgen über die 5%-Hürde machen. Auch die FDP hat sich mehr als halbiert. Von 11,5% auf rund 5%. FDP-Chef Lindner, der Totengräber seiner Partei, hat alle seine konservativen und liberalen Wähler vergrault. Lindner gibt ja sogar mittlerweile Wahlempfehlung für die Linke. Die FDP hat es hinter sich und wird sicher bald im Parteienorkus verschwinden und bestenfalls noch auf politisch untoter noch ein paar Jahre auf lokaler Ebene durch die Gegend wandeln. Die Grünen bleiben stabil bei rund 15%. Das ist relativ einfach zu erklären. Deren Wähler sind durchgehend gehirngewaschene, grünlackierte Ökokommunisten, die durch nichts von ihren wirren Fantasien abzubringen sind. Schließlich beziehen die meisten Grünen ihr sicheres Gehalt vom Staat. Ob als Lehrer, als tennisspielende und Porsche fahrende Hausfrau eines Zahnarztes, oder als Wirtschaftsminister oder Außenministerium. Alle leben von ihrem Steuergeld, liebe Zuschauer, alle Grünen. Das müssen Sie sich immer bewusst machen. Kommen wir wieder zurück zu unserem großartigen Kanzler. Der macht zwar eine verheerende Politik, die die BRD zerstört, aber er ist nicht so dumm, als dass er nicht Umfragewerte lesen kann und daraus Konsequenzen zieht. Es rauscht im Blätterwald. Verschiedene Medien berichten gleichzeitig, dass Scholz den Wechsel seiner Koalitionspartner in Erwägung zieht. Lesen Sie hier, merkur.de. Wilde Gerüchte. Scholz liebäugelt mit Koalitionstausch. Einzige Chance, Neuwahlen zu verhindern. Auch Bild hat schon berichtet. Das heißeste Kanzlergerücht in Berlin. Es wäre ein Deutschlandbeben. Für Scholz ist das wirklich der einzige Weg, Neuwahlen zu verhindern und Kanzler zu bleiben. Also Grüne und FDP weg und wieder mit der CDU ins Bett springen. Bei der jetzigen Sitzverteilung hat die SPD die meisten Sitze im Bundestag. Ein paar mehr als die CDU. Scholz würde also auch Kanzler bleiben. Betrachten wir einmal die Wahrscheinlichkeiten für so einen Wechsel. Die SPD-Parteigenossen würden sich wahrscheinlich relativ schwer tun, ihre grünen Freunde herauszuschmeißen und durch die CDU zu ersetzen. Schließlich sind ihnen die Grünen politisch deutlich näher als die CDU. Scholz muss also zuerst seine Partei überzeugen. Das könnte vielleicht schwierig werden. Ein Bundeskanzler ist ja schon einmal in seiner eigenen Partei letztendlich gescheitert. Das war Helmut Schmidt 1982. Sie wissen, Nachrüstung und alles, was dazu kam. Aber will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber selbst der verbohrteste Sozi müsste eigentlich erkennen, dass noch 2 weitere Jahre Ampel die SPD auf Kleinparteiengröße schrumpfen lassen würde. Und die nächste Frage ist sowieso das Risiko, ob die FDP nicht auch bald aus der Ampel abspringt. Denn auch die FDP ist bei den Wählern unten durch. Bei sofortigen Neuwahlen wäre die Konstellation, die wir jetzt haben, genau umgedreht. Da wäre die SPD in einer großen Koalition der Juniorpartner und die CDU würde den Kanzler stellen. Das ist möglicherweise für Scholz das größte Problem. Denn Merz weiß das natürlich. Warum soll er jetzt den Juniorpartner machen, wenn er einfach nur abwarten muss, bis die SPD sich selbst zerlegt hat? Ein Risiko für Merz ist allerdings, dass die rot-grün versiffte Politik der Ampel, je länger sie andauert, ein Turbo-Wachstumsbeschleuniger für die AfD ist.
Vielleicht ist die AfD dann in 2 Jahren die größte Partei und es geht nichts mehr ohne sie. Und nur eine Koalition aus, halten Sie sich fest, CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke zusammen hätten dann eine Mehrheit. Das ist schon ein bemerkenswerter Gedanke. Nebenbei bemerkt ist die AfD eigentlich jetzt schon die stärkste Partei, wenn man die CSU und die CDU jeweils alleine betrachtet. Es bleibt eigentlich für Scholz nur der Wechsel des Koalitionspartners übrig. Und so schlimm kann es für die SPD auch nicht sein. Denn Friedrich Merz ist von seinen vormaligen konservativ-liberalen Positionen auch zu den links-grünen Positionen mutiert. Mit einer Perücke und einem Rock wäre er von Merkel nicht zu unterscheiden. In manchen Kreisen wird der scherzhaft auch schon als Merzel bezeichnet. Also warten wir mal ab, was passiert und lassen wir uns überraschen. Ich denke, wenn Scholz nicht komplett verrückt ist, wird er irgendwie versuchen zu handeln. Es kann eigentlich nur an Merz scheitern.